Viele Paare schenken sich am 14. Februar Blumen oder Pralinen und verbringen eine romantische Zeit miteinander. Seinen Ursprung hat der Valentinstag im 3. Jahrhundert, als der heilige Valentin Liebespaare traute, die aufgrund eines kaiserlichen Verbots nicht heiraten durften. Heutzutage spaltet der Tag die Gemüter. Einige lieben den Valentinstag, andere schreiben ihm zu viel Kitsch und Kommerz zu. Was die Pforzheimer vom Tag der Liebenden halten, hat PZ News herausgefunden. Also ich würde sagen, jeder Tag ist Valentinstag. Und ich kriege immer Blumen. Eigentlich nicht, aber die Blumen sind halt wichtig, ne? Gerade verkehrt, dass das Geldmacherei ist. Ne, wir gehen lieber ins Gasometer und den uns einen schönen Tag machen, gell? Ja, natürlich, weil Tag der Liebe, ne? Und wenn man mit seiner Partnerin dann noch zusammen ist, nach über 4 Jahren, dann ist das doch was Schönes, gell? Ich finde, es schon ein schöner Tag. Viel zu viele Leute machen das so negativ runter und sagen, ja, nur an dem Tag schenkt er mir was oder so. Aber ich finde es schön. Man muss ja nicht seinem Partner, kann ja auch der Mutter oder so Blumen oder Schokolade schenken. Eigentlich nur kommerziell, meiner Meinung nach. Ne? Also wir schenken uns deswegen nichts oder ich schenke meiner Frau deswegen nichts. Sie hat gestern von hier genau hinter Ihnen Pralinen gekriegt. Aber das hat jetzt mit dem Valentinstag jetzt so direkt nichts zu tun, würde ich jetzt sagen. Also das war jetzt nicht beabsichtigt, dass es jetzt zufällig Tag vorher ist oder so. Also wie gesagt, für mich ist das einfach nur Geschäftemacherei, sagen wir es mal so. Eigentlich wäre schon was geplant gewesen, aber wir kommen ja aus der Türkei und durch diese Umstände dort ist uns nicht nach Feiern oder so. Aber sonst regulär wären wir halt essen gegangen oder so, hätten wir halt der Frau eine Freude gemacht. Ja, doch. Kann man schon irgendwo nachvollziehen mittlerweile. Ne? Man sagt ja so die Schokomafia und die Blumenmafia, die es da gibt. Ne? Aber ich sag mal so, wie gesagt, es ist ein Tag, finde ich, da sollte man mal an andere Leute denken. Da sagt man sich, ja, komm, dann zahlt man halt mal was. Kommerz hin, Kommerz her. Ne?